Es ist das Duell. Wer hier gewinnt, macht einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft. 30 Spieltage lang haben Flensburg und die Löwen Punkte gesammelt. Jetzt der Showdown, diesen Sonntag in der Flens Arena. Wir blicken zurück auf die Saison der zwei Top-Meisterschaftsanwärter. Viel vorwerfen können sich beide Teams nicht. Die Rhein-Neckar-Löwen haben nur 5 Minuspunkte, Flensburg 6. Jeweils 2 Niederlagen mussten sie einstecken. Die Mannheimer gegen Flensburg und Magdeburg, die SG gegen Kiel und Berlin. Im Hinspiel der beiden Anwärter an Spieltag 4 gab es einen klaren Sieg für die SG Flensburg-Handewitt in der SAP Arena, in der sie schon zur Halbzeit mit 6 Toren in Front gelegen hatte. Auch beim Rewe Final Four 2017 hatten die Nordlichter die Nase deutlich vorn. Mit 10 Treffern Vorsprung wurden die Löwen im Halbfinale besiegt. In der DKB Handball-Bundesliga war Flensburg 24 Spieltage lang Tabellenführer. Die letzten 5 standen aber die Löwen an der Spitze. Nur ein Punkt trennt die beiden seit Wochen. Die Rhein-Neckar-Löwen gehen dank der Meisterschaft in der letzten Saison als Titelverteidiger ins Rennen. Flensburg war 2004 zum ersten und bisher einzigen Mal deutscher Meister. Wem wird es gelingen, den 2. Ligatitel der Vereinsgeschichte zu holen? Am Sonntag gibt es die Vorentscheidung. Die Hölle Nord wird brennen. Das Spiel des Jahres, die SG Flensburg-Handewitt gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Sonntag 14:55 Uhr, live auf Sport 1.